Die Veranstaltung fand heute im Mercedes-Benz-Museum statt. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen, weil es zum einen zeigt, was in der Vergangenheit in der Mobilität geboten war, wie wir die Mobilität früher erlebt haben. Und weil wir heute mit der Veranstaltung den Bogen spannen in die Gegenwart oder auch ein Stück weit in die Zukunft. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel macht es besonders spannend. Wir haben heute ein sehr bunt gemischtes Auditorium bei uns zu Gast. Wir haben am Anfang eine spannende Rede des Landesministers für Verkehr, Herrn Herrmann, gehört. Wir haben Fahrzeughersteller mit an Bord, Mercedes, aber auch BMW ist mit dabei. Und wir haben natürlich viele Vertreter aus dem Bereich der Elektromobilität, auch viele sehr kleine Unternehmen. Und uns freut es als MDS, dass wir diese bunte Palette an Stakeholdern hiermit an einen Tisch bekommen. Für mich ist das Event wirklich großartig, weil aus so vielen verschiedenen Unternehmensbereichen, aber auch Politik und Bildung, die Menschen zusammenkommen. Daten sind sehr wichtig, weil wir mit Daten den Verkehr steuern können, aber auch unser eigenes Nutzungsverhalten und vor allem die Energie steuern können. Mit Daten können wir sehr viel machen, was wir früher nicht konnten. Ganz konkret als Ideen konnte ich heute natürlich vor allem aus meinem Panel rund um bidirektionales Laden mitnehmen, wie wir es wirklich schaffen, dass Energiesektor mit Mobilitätssektor am Ende zusammenspielt. Ja, ich finde das Event insgesamt sehr gelungen, weil es eben verschiedenste Stakeholder aus Unternehmen, Forschung und der Politik zusammenbringt. Und für uns als Deutsche Bahn ist natürlich auch dieses breite Netzwerk sehr, sehr wichtig. Also mir hat das Event wirklich sehr gut gefallen. Tolle Location mit viel Historie rund um Mercedes-Benz. Tolle Zusammenarbeit auch mit den Kollegen vom Mobility Dataspace. Das, was ich ganz toll gefunden habe, war eben, dass wir nochmal stärker auch in der heutigen Veranstaltung Leute zusammengebracht haben, die bislang nicht miteinander gesprochen haben, die zueinander keine Zugänge gehabt hätten. Und das war für mich jetzt auch heute das schönste Resultat.